Gerade wer ganz jung anfängt, schafft den Ausstieg nur selten. In vielen Ländern raucht jeder fünfte Einwohner und riskiert damit schwerste Gesundheitsschäden. Die meisten möchten aufhören und schaffen es nicht. 1 Milliarde Menschen werden in diesem Jahrhundert an den Folgen sterben, prognostiziert die Weltgesundheitsorganisation. 1 Milliarde Menschenleben. A Billion Lives, so der Titel eines Dokumentarfilms aus den USA. Die Filmer kommen zu einem überraschenden Ergebnis. Die Lösung könnte so einfach sein: Dampf aus der E-Zigarette statt hochgiftigem Tabakrauch. Es gibt Beweise, dass E-Zigaretten den Durchbruch bringen könnten, auf den wir warten. 1 Milliarde Tabaktote im 21. Jahrhundert. Diese Mittel könnten hunderte Millionen Leben retten. Der Dampf einer E-Zigarette enthält nämlich deutlich weniger Schadstoffe als verbrannter Tabak, ist laut einer renommierten britischen Studie 95% weniger schädlich. Das ist die Stärke der E-Zigarette. Deshalb haben wir erstmalig in der Geschichte der Tabakprävention ein Werkzeug zur Hand, das Rauchern sozusagen schmerzfrei den Ausstieg aus dem Tabakkonsum ermöglicht. Dennoch wird die Ausbreitung der E-Zigarette gesetzlich stark eingeschränkt. Nicht nur in der EU, sondern weltweit. Der Film A Billion Lives vermutet ein klares Motiv. Geld. Geld korrumpiert unsere angesehensten Organisationen. Das wird vertuscht. Eine ganze Gesundheitsbranche lebt von der Gefahr des Tabakrauchs. Es geht um Milliarden. Forschungsaufträge, Studien, Gutachten. Regisseur Aaron Biebert wird in der kanadischen Internetsendung Regulator Watch mehr als deutlich. Die E-Zigarette, von der viele sagen, sie sei eine Alternative zum Tabakrauchen und viel gesünder, wenn die sich durchsetzt und das Rauchen irgendwie verschwindet, was passiert mit den Funktionären, mit ihren Jobs, ihren Fördermitteln, ihrem Prestige? Sie werden alles verlieren. Millionen Raucher sind trotz aller Widerstände auf die risikoärmere E-Zigarette umgestiegen. Ersatzpräparate wie Nikotinkaugummi haben diesen Erfolg nicht. Daher unterstütze auch die Pharmaindustrie den Kampf gegen die E-Zigarette, so der Film. Wenn Sie ein Pharmaunternehmen haben und Sie sehen, wie die Marktanteile Ihrer Nikotinersatzpräparate schwinden, was machen Sie da? Bleiben Sie auf Ihrem Hintern sitzen und tun gar nichts? Auch die Tabakindustrie hat wenig Lust auf Konkurrenz durch die E-Zigarette und macht offenbar ihren Einfluss geltend. Die Tabakindustrie erkennt, dass E-Zigaretten fürs alte Geschäft eine riesige Bedrohung sind. Aaron Biebert ist selber Nichtraucher, ebenso sein ganzes Team. Monatelang reisten sie auf eigene Rechnung um die Welt, um unvoreingenommen die Wahrheit herauszufinden, sagt er. Doch viele Gegner der E-Zigarette wollten nicht einmal mit ihm reden, wie er in einem Online-Interview glaubhaft schildert. Die Leute von vielen wichtigen Organisationen fragten uns, ob wir für oder gegen die E-Zigarette sind, als wir sie um ein Interview baten. Wir sagten ihnen, dass wir tatsächlich nur Fakten suchen und wir nicht gegen die E-Zigarette sind. Daraufhin kam oft das große Nein. Seine hartnäckige Recherche, inzwischen als Kinofilm preisgekrönt und nun auch hierzulande zu sehen.